Hallo, der du das schaust, die du das schaust. Hier noch ein paar Worte zur Meditation der Weite. Du nimmst eine Position ein, die für dich angenehm ist. Und dann hast du die Augen dabei geöffnet. Und nicht wie in der Zen-Meditation zum Beispiel, wo du einen Meter vor dich schaust und einen Punkt fixierst. Ist bei der Meditation der Weite der Blick ganz weit. Also du versuchst, das gesamte Bild zu erfassen. Und wenn du merkst, du fokussierst dich auf ein Bild, dann weitest du wieder deine Aufmerksamkeit, deinen Blick. Und wenn du merkst, dass du dich in Gedanken verfängst, dann kannst du entweder zu deinem Atem zurückkehren und beobachten, wie er ein- und ausgeht. Bin ganz allein. Oder du kannst auch das Meeresrauschen nehmen, wie es ein und aus, also an Land schwemmt, die Welle. Und der Unterschied ist halt, dass der Atem in dir drin ist und das Meeresrauschen eher außen. Und das kannst du einfach ausprobieren. Da gibt es keinen besser oder schlechter oder einfach, was dir gerade mehr taugt. Ja. Und dann einfach sitzen und am besten die Uhr stellen oder das Video schauen und dann, ja, so lange wie du magst. Und dann einfach mal schauen, was die Wirkung ist, wenn du so den Blick in die Weite öffnest. Ganz oft im Alltag sind wir so fokussiert und was erreichen, haben ein Ziel vor Augen und manchmal sehen wir aber auch kein Ziel und dann. Es geht den Weg zu öffnen in die Weite. Ja. Ich bin gespannt über deine Erfahrungen. Wenn du magst, lass mir gerne einen Kommentar da. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.